So, moin Leute, willkommen zum neuen Video. Ich habe mir gedacht, ich nutze jetzt gerade die Regenpause, um ein Video für euch zu drehen. Handelt sich wie immer eigentlich um Knuckleball. Und in dem heutigen Video machen wir die drei Arten vom Knuckleball. Das wäre der Flatterball, der Dipball und der Deadball. Und ich nehme euch einfach mit, wie ich die mache und erkläre euch das. Deswegen würde ich mal behaupten, wir fangen mit dem Ronaldo-Dip an. Bei allen diesen Dingern ist der Anlauf immer gleich. 5 bis 6 Schritte nach hinten, vorne mit den Zehenspitzen anlaufen. Also, ne, ihr wisst schon, was ich meine. Und beim Dipball, genauso wie beim Flatterball, den Follow-through so früh wie möglich abbrechen. Ich hoffe, man sieht meinen Anlauf. Ich habe mir bei dem Knuckleball von Ronaldo ein bisschen, also den Dip-Knuckleball, angewöhnt, High-Knees zu machen. Sieht ein bisschen doof aus, ist aber tatsächlich gar nicht mal so schwer. Also ich finde es super. Das Problem bei mir ist, ich kriege nicht genug Kraft drauf. Bedeutet, der Ball, entweder landet er vor der Linie auf dem Boden oder er dippt halt nicht hart genug. Was ich bei der Technik immer versuche, ist, dass mein Standbein so über diesen Boden slidet. Der hatte tatsächlich auch noch einen Flatterball mit bei. Wenn der reingegangen wäre, wäre das echt ein geiles Tor. Ich weiß nicht, wie viele Shots ich jetzt geschossen habe, so 9, 10 vielleicht. Und es waren alles Dip-Bälle. Und das war jetzt gerade der erste Banger. Kleiner Tipp für euch, legt euch irgendwie ein Logo oder das Aufpumploch dahin, wo ihr den treffen wollt. Ist einfach besser für euch, die Stelle zu sehen, die ihr treffen wollt. Wenn ihr zum Beispiel den CR7 Knuckleball lernen wollt, dann habe ich hier ein Tutorial gemacht, könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Da könnt ihr dann auch wirklich den Anlauf sehen. Da ist alles detailliert erklärt. Das war's mit dem Dipball. Wir gehen jetzt zur nächsten Technik, zur nächsten Art des Knuckleballs. Und das wäre der Flatterball. Das ist mit der schwerste. Why are you running? Der Unterschied zwischen dem Dip und dem Flatterball bei meiner Technik ist es einfach mein Standfuß und tatsächlich die Kraft. Beim Flatterball baller ich so hart wie möglich drauf und mein Standbein fliegt irgendwie so zur Seite. Ich kann es nicht genau erklären, ihr werdet es gleich sehen. Aber der Anlauf und sowas, Körperhaltung und so, ist alles dasselbe. Jetzt fangen wir mit einem Flatterball an. Mal gucken, ich kann es nicht garantieren, dass ich welche hitte, weil das halt tatsächlich der schwerste ist. Wir versuchen es aber einfach. Es bleibt nichts anderes übrig. Aber ihr merkt schon, wesentlich inconsistent, ich kann ihn nicht so oft hitten. Das war jetzt der erste von 6, 7 Schüssen und der war nicht mehr gut. So, und jetzt trifft der Fall ein, den ich avoiden wollte, denn es fängt an zu regnen. Ansonsten muss ich das Video jetzt schon abbrechen, je nachdem, ob es jetzt hier so bleibt oder nicht. Das wäre Moch, weil ich wollte das Video heute direkt schneiden und morgen hochladen. Na, spielt mir jetzt nicht so in die Karten. Regen wird nicht weniger, es wird immer stärker und nach den Wolken sieht es auch nicht aus, als würde es aufhören. Ich habe mich jetzt einfach mal hier untergestellt, in der Hoffnung, dass es ein bisschen aufhört, aber es sieht schlecht aus. Ich kann euch das ja mal zeigen. Na, sieht man schlecht sogar. Also ich glaube, wir hatten 2 Flatterbälle. Aber dann machen wir jetzt ein paar Deadballs. Die kann ich, glaube ich, besser. Hoffe ich. Sonst muss ich hier wirklich nochmal hin und ein paar Schüsse raushauen. Beim Deadball, was mache ich da anders? Recht einfach. Ich strecke mein Bein ein bisschen länger durch und dann sorgt das irgendwie zum Deadball. Also ihr wirklich braucht mir nicht fragen, wie es sein kann. Es ist nun mal einfach so.
mein Gott, ist der runtergekommen. Wie lange bin ich hier? 1,5 Stunden, 2 Stunden. Und da kommt es dann einfach mal vor, dass ich keine Luft mehr habe. Aber wie gesagt, Dipball bin ich sehr zufrieden mit. War auch gut, dass ich den am Anfang gemacht habe. Flatterball so meh, geht besser. Kam nur kein Banger raus. Das ist manchmal so, dass die Bälle halt einfach nicht so reingehen, wie ich wollte. Aber es ist okay. Ich denke mal, fürs Video reicht's. Und in dem Sinne würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein und ciao.